Und herzlich willkommen zu einem weiteren Screencast von Mac Exponent. Heute wird es wieder um ein kleines Programm gehen namens Dragoman. Dragoman finden wir auf creativebee.com und wir können es kostenlos downloaden. So, Dragoman ermöglicht es uns, Bilder, Musik, Texte und Archive auf unserem Mac zu konvertieren. Das Ganze funktioniert mit Drag and Drop. Ich werde euch das Ganze jetzt kurz vorstellen mit zwei Beispielen. Einmal mit einem ganz normalen Bild mit JPG-Endung. Wir ziehen das Ganze einfach in Dragoman auf die linke Seite rein und schon wird uns hier die Möglichkeit geboten, unsere neue Datei auszuwählen bzw. unser neues Format auszuwählen. Wir wählen jetzt einfach mal PNG und bestätigen das Ganze, indem wir hier auf Konvertieren klicken. Danach öffnet sich ein neues Fenster, in dem wir auswählen sollen, wo sich die Kopie mit dem neuen Format ablegen lassen soll. Wir bestätigen das Ganze jetzt einfach auf dem Schreibtisch und wie wir sehen können, haben wir hier unsere PNG-Datei. So. Das Ganze geht natürlich auch mit Verzeichnissen, wie schon gesagt, beziehungsweise Archiven. Dazu muss ich sagen, es ist sehr praktisch, zum Beispiel, wenn man jetzt auf eine der Seite stößt, wie zum Beispiel diese von Videoleuchten, auch aus YouTube bekannt, und man zum Beispiel ein Download angeboten bekommt, man das Ganze dann auch bestätigt, man dann aber sieht, dass es eine RAR-Datei ist. Das heißt, es ist uns nicht möglich, ohne weiteres, beziehungsweise ohne Dragoman, die Datei zu entpacken, da es keine ZIP-Datei ist. Dafür gibt es Dragoman. Wir brauchen die Datei nur anzuklicken, beziehungsweise zu öffnen, und schon wird uns unser Archiv in ZIP-Datei konvertiert, nachdem wir konvertieren geklickt haben. Wieder den Zielordner auswählen und schon haben wir unsere ZIP-Datei auf unserem Zielordner bzw. in unserem Zielordner. Diese brauchen wir nur noch zu entpacken und schon haben wir aus einer RAR-Datei, die normalerweise mit Macs nicht zu entpacken ist, eine ZIP-Datei gemacht. Ja, ich hoffe, das Programm gefällt euch und ihr könnt damit was anfangen. Das Beste daran ist, dass es kostenlos ist. Die ganzen Links stehen natürlich wie immer in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Screencast, sprich nächstes Wochenende, wieder.